Bekomme ich eine Immobilienfinanzierung in Corona-Zeiten? Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen als Familie ins Eigenheim. Und für alle die, die am Bildschirm jetzt zuschauen, dieses Video gibt es auch als Podcast. Und für alle die, die beim Podcast zuhören, jeder, der mich auch mal sehen möchte, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, euch dieses Video bei YouTube anzuschauen. Mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Haben euch diese Informationen in diesem Video weitergeholfen? Ich habe euch heute 5 Impulse mitgebracht. Kommentiert nachher einfach unten das Video beziehungsweise gibt Feedback über den Podcast, über eine Bewertung. Impuls Nummer 1, Punkt Nummer 1 ist längere Bearbeitungszeiten. Ja, viele Bankfilialen haben geschlossen und viele Mitarbeiter sind im Homeoffice und dadurch verlängern sich natürlich die Bearbeitungszeiten. Das heißt, wo ich heute eine Finanzierung oder wo ich vor einigen Wochen noch Finanzierungsanträge eingereicht habe und hatte in 2 bis 5 Tagen schon eine Entscheidung für die Finanzierung, dauert es heute 3 bis 6 Wochen bis 2 Monate, dass da überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Und dementsprechend zögert sich natürlich der Kauf auch hinaus. Das ist schon mal Auswirkung Nummer 1 jetzt in der Corona-Krise, dass es längere Bearbeitungszeiten gibt. Punkt Nummer 2, Impuls Nummer 2, mehr Eigenkapital wird gefordert. Warum ist das so? Ist das nur so, weil die Banken jetzt Angst haben vor größeren Risiken? Die Banken begründen das mehr Eigenkapital damit, dass keine Innenraumbesichtigung mehr gemacht werden kann. Also die Bank beurteilt auf der einen Seite die Immobilie anhand der Unterlagen, aber die schauen sich auch, wenn alles abgeschlossen ist, auch die Immobilie vor Ort nochmal an. Das heißt, die gucken von außen, aber die gucken auch von innen. Aber aktuell in Corona-Zeiten ist eine Innenbesichtigung nicht möglich. Und weil die das Haus nicht komplett somit bewerten können, in was für einen Zustand sich das Haus auch von innen oder die Wohnung von innen befindet, gibt es einen Risikozuschlag. Und der Risikozuschlag wird durch mehr Eigenkapital kompensiert. Also es kann sein, dass wenn ihr jetzt aktuell mit einer 100% Finanzierung gerechnet habt, kann sein, dass die Bank sagt, nee, wir finanzieren jetzt nur noch 90% oder 80% sogar. Punkt Nummer 3, Impuls Nummer 3 ist das Thema Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Die Bonität ist bei einer Finanzierung mit einer der wichtigsten Punkte. Also Bonität, dass ihr die Finanzierung natürlich langfristig euch auch leisten könnt. Wenn ihr jetzt in Kurzarbeit seid und wenn ihr jetzt in Arbeitslosigkeit geratet, wird natürlich die neue Situation beurteilt und bewertet. Und diese Beurteilung, diese Bewertung fließt natürlich auch in die Baufinanzierung ein. Das heißt, in der jetzigen Situation, wenn ihr auf einmal in Kurzarbeit oder in Arbeitslosigkeit gekommen seid, sprecht mit eurem Finanzierungsberater, geht offen mit dieser Situation um. Im Endeffekt müsst ihr sowieso ja, wenn ihr die Finanzierung beantragt, alle Unterlagen offenlegen und spätestens dann kommt es raus. Und für die Bank ist es eine der entscheidenden Informationen. Also da gibt es keine pauschale Empfehlung, weil jede Finanzierung und jeder Mensch und jede Familie wird in dem Fall auch individuell betrachtet und auch jede finanzielle Situation. Also geht in diesem Fall, wenn ihr sowieso schon im Gespräch seid, auf euren Finanzierungsberater zu. Punkt Nummer 4 in der aktuellen Corona-Krise ist das Thema regionale Banken und große Banken. Also regionale Banken meine ich jetzt speziell Sparkasse, Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken. Das sind so die regionalen Banken, die regional Entscheidungen treffen. Und dann gibt es die Großbanken, also Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank. Das sind so die großen Player. Bei den großen ändert sich aktuell nicht viel. Die machen ihr Geschäft weiter wie bisher und die zeigen sich so ein bisschen nach außen hin, als wenn die so ein bisschen unbeeindruckt sind von der Krise intern, geht es bestimmt noch mal ein bisschen anders ab. Was die machen, die gucken natürlich ganz genau auf die Unterlagen, haben die bisher auch schon mal gemacht, aber es kann schon mal sein, dass die bei der einen oder anderen Sache auch schon mal ein Auge zugedrückt haben und die Finanzierung trotzdem durchgegangen ist. Das wird in der aktuellen Phase nicht so sein, sondern die wollen wirklich, dass alles restriktiv erledigt wird. Auch die haben natürlich längere Bearbeitungszeiten, weil die Mitarbeiter auch viele im Homeoffice sind oder Filialen geschlossen sind. Und bei den regionalen Banken ist es tatsächlich so, da habe ich jetzt so in den letzten Wochen die meisten Veränderungen gemerkt, dass die mehr Eigenkapital sehen wollen wegen dem Thema der Innenbesichtigung, dass die Innenbesichtigung nicht stattfinden kann, dass die sagen, wir bedienen jetzt einige Sparkassen oder einige regionale Banken, sagen, wir bedienen jetzt aktuell nur Bestandskunden. Also die wollen gar keine fremden Kunden mehr haben, die noch gar nicht kennen. Dementsprechend
sieht man schon auch anhand der Zinsen. Die Zinsen passen sich aktuell auch leicht nach oben an. Wir sind immer noch in einem historischen Zinstief. Aber man sieht schon bei den Banken, es passiert was im Hintergrund und die Fälle werden sich genauestens angeguckt. Schaut einfach, wer da euer aktueller Finanzierungspartner ist und versucht auch da direkt ins Gespräch zu gehen. Punkt Nummer 5 und mit einer der spannendsten Punkte auch, ist das Thema, werden sich langfristig die Konditionen erhöhen? Ja, die Konditionen hängen auch immer mit politischen Entscheidungen zusammen. Und weil die politischen Entscheidungen, die jetzt in den letzten 2 Wochen getroffen worden sind, dass viel, viel mehr Schulden aufgenommen werden aufgrund der aktuellen Krise, die ja tatsächlich wirklich von heute auf morgen durch diesen Virus entstanden ist. Und der Staat sagt, ja, wir müssen sofort Hilfen ausschütten und es werden Milliarden an Schulden mehr aufgenommen. Dadurch steigen die Bundesanleihen, also es gibt mehr Rendite für die Bundesanleihen und die Bundesanleihen sind gekoppelt mit dem Bauzins. Das heißt, wenn sich die Rendite der Bundesanleihe verändert und in dem Fall nach oben geht, dann werden langfristig auch die Baufinanzierungskonditionen steigen. Ich habe jetzt keine Glaskugel, die Glaskugel hat keiner. Wir wissen natürlich nicht, was passiert, aber wir befinden uns aktuell auf einem absolut historischen Zinstief. Das heißt, wer gerade aktuell was kaufen will, wer gerade eine Anschlussfinanzierung machen möchte, sollte jetzt sich mit dem Thema beschäftigen, weil man wirklich nicht weiß, wo langfristig die Konditionen hingehen. Aber auf diesem Zinstief, wo wir uns gerade befinden, in den nächsten Tagen kommt auch noch mal ein Chart raus. Da habe ich euch über Facebook und über Instagram, müsst ihr was schauen, da habe ich euch mal von 1980 bis heute die Zinskonditionen verglichen. Und vielleicht, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, wir lagen 1980 bei 9,5% und aktuell in diesem günstigsten Fall lagen wir bei 0,46%. Das beste Angebot. Und das ist eine riesige Spanne. Schaut euch unbedingt diesen Zinschart an. Dafür müsst ihr mir auf Instagram oder auf Facebook folgen. Super spannend zu sehen, weil ich auch dahinter geschrieben habe, wie hoch der Zinsaufwand in Euro ist, in 1000 Euro. Und die Spanne, die ist richtig krass. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mal by the way. Langfristig werden die Zinskonditionen steigen. Da gehe ich mal von aus. Fachleute, Finanzierungsprofis, Finanzierungsberater raten natürlich dazu, die Finanzierung besonnen und wohl überlegt zu wählen. Eine Immobilienfinanzierung sollte immer zukunftsausgerichtet sein und natürlich viele Tilgungsmöglichkeiten beinhalten und auch Optionen beinhalten, wie zum Beispiel eine Tilgungssatzänderung. Wenn ich mal für eine Zeit lang eine hohe Rate von 1500 Euro beispielsweise nicht bedienen kann, dass ich dann auch die Tilgung nach unten fahren kann. Also erhaltet euch die Flexibilität, schaut nicht nur auf die mega günstigste Kondition, sondern seid auch flexibel in der Immobilienfinanzierung, auch mit Sondertilgungsmöglichkeiten, dass die Immobilienfinanzierung langfristig ausgelegt ist natürlich und dass ihr euch auch langfristig den Zins sichert, diesen historischen Zinstief. Ich weiß, ich erwähne es immer wieder, das Thema historischer Zinstief, aber ins Minus werden wir nicht mehr kommen. Das waren meine 5 Tipps, meine 5 Impulse zum Thema Corona-Krise. Kriege ich jetzt noch eine oder bekomme ich jetzt noch eine Immobilienfinanzierung? Wenn euch das Video, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt mir unten in die Kommentare rein, welche Information euch besonders weitergeholfen hat. Bewertet das Video, bewertet den Podcast natürlich mit einem Daumen nach oben oder mit 5 Sternen, wenn ihr keine Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, folgt mir und alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.